Jetzt komme ich hier hoch. Jetzt guck dir die Scheiße an. Jetzt reicht's mir langsam! Weg mir die Scheiße! Ich höre deinen Track nicht durch, während ich weiter in den Johnny Shepherd, denn bei deinem Dreck bleib ich ruhig wie Bauleiter Ronny Schäfer. Ich bin mein eigener Mäzen, denn ich bin für mich ein Gönner. Ihr seid hingegen originale Nichtskönner. Ich bin Berater für psychische Ängste. Du bist ein Harter, das ist trügerisch, denn auch du bist ein Abgehängter. Ich hab oft Furcht, doch wenn ich mir in Aquavit reinzimmer, dreh ich gleich durch wie ein Fidget Spinner. Dass ich einen verflixten Bierjeeper hab, muss man mal sagen. Trotzdem sind meine Texte tiefer als der Marianengraben. Ich wäre gern, kannst du glauben, ein Storyteller. Doch nur meine Augen sind wie Teller. Denn ich und meine Homies sind higher als der Burj Khalifa. Ihr fahrt alle Audis, ich ein altes Klapprad von Nifa. Ich liebe Gras, deshalb baue ich auf der Wiese und zieh mehr weg als die blaue Elise. Scheiß drauf, ich werd nie so wie ihr oder die. Ich tu wie Vergleiche tun, so wie ein echter MC. Scheiß drauf, ich werd nie so wie ihr oder die. Ich tu wie Vergleiche tun, so wie ein echter MC. Tun als Auxiliar plus Infinitiv. Mach die Credibility klar und mich attraktiv. Okay, Digga, für dein Business fließt mehr als ein bisschen Blut. Doch ich guck lieber zu, wie Audio 88 Häschen jagen tut. Nomen ist Omen, bewahrheitet sich mal wieder krass. Denn du und deine ganze Crew, ihr arbeitet bei Toys R Us. Du rappst, du hast Beef, tickst Stoff und Finger auf den Trigger. Das ist innovativ. Mazel Tov, Digga, du bietest mir von deinem Joint an. Warte mal kurz, du bist doch nur ein falscher Freund, wie ein Schurz. Ich tu rappen halt wie ein Schweizer Cent-Äquivalent. Du verunglückst unangeschnallt in deinem Mercedes-Benz. Nein, ich hab keine Merch-T-Shirts da. Nein, ich interessiere mich auch nicht für Tijara. Du redest immer fein, du hast Brüder am Start. Doch du bist immer allein, kommt es hart auf hart. Im Bedrängen rufst sie an, sie sagen: Wir kommen gleich, Mann. Doch sie lassen dich hängen wie Israel Eichmann. Okay, der war hart jetzt, aber ist doch so lahm. Machst Harakets, gibt's ne Tocker, du gay Kragenwolfen, ja. Scheiß drauf, ich werd nie so wie ihr oder die. Ich tu wie Vergleiche tun, so wie ein echter MC. Scheiß drauf, ich werd nie so wie ihr oder die. Ich tu wie Vergleiche tun, so wie ein echter MC. Tun als Auxiliar plus Infinitiv. Mach die Credibility klar und mich attraktiv. Okay, Digga, für dein Business fließt mehr als ein bisschen Blut. Doch ich guck lieber zu, wie Audio 88 Häschen jagen tut. Ich seh zu, dass ich einen bau, ich hab Schmacht. Du siehst zu, dass du vor mir einen Kotau machst. Du nennst deine Freundin Kaspar, ich nenn dich immer Lauch, wo es geht. Dein Produzent sagt, mach mal nochmal auch nach dem 50. Aufnahmetick. Dein Gangster-Rap-Schiss wird nur von Girlen gefeiert. Ich will dein Pedo-Verhältnis nicht stören, doch ich hab grad gereiert. Da du Todesstrafe für Kinderschänder sagst, NPD-like ist das eh ganz cool. Denn dann müsstest du nach deinem letzten Tape selber auf den E-Stuhl. Ich versohl euch den Arsch, bis das Gesäß heftig brannt. Ich hab zu jedem eurer Album meine Stirn blutig gefacepalmt. Es ist ein Kreuz wohl mit deinem Album, genauso wie das Symbol vom Christentum. Doch im Vergleich zu dir tut der Papst jetzt bescheiden. Falls du eines Ratbedarfs, lass das Rappen lieber bleiben. Du solltest dir das nicht vornehmen, also warum bist du noch da? Du bist mir zu dicht und vornehm, so wie Altona. Scheiß drauf, ich werd nie so wie ihr oder die. Ich tu wie Vergleiche tun, so wie ein echter MC. Scheiß drauf, ich werd nie so wie ihr oder die. Ich tu wie Vergleiche tun, so wie ein echter MC. Tun als Auxiliar plus Infinitiv. Mach die Credibility klar und mich attraktiv. Okay, Digga, für dein Business fließt mehr als ein bisschen Blut. Doch ich guck lieber zu, wie Audio 88 Häschen jagen tut. Wenn irgendwelche besoffenen Leute kommen, die einen anfassen müssen und einen so nah kommen, dass sie einen anspucken beim Reden, ich glaube, da wird eigentlich jeder das Kotzen kriegen. Wir haben vorher einfach nur geahnt, dass alle scheiße sind, und jetzt wissen wir es.